Hallo und willkommen zu unserem Magazin. Schön, dass Sie dabei sind. Und daher legen wir direkt los. Hier sind die Themen für heute. Und dann kommen direkt die Nachrichten für Sie. 40.000 Diesel. So viele Fahrzeuge wären in Mönchengladbach von einem Verbot betroffen. Und brisante Enthüllungen. Wir können Sie nicht zur Verantwortung ziehen, wenn wir keine Zeitung haben. Nixon wird die ganze Macht seines Amtes nutzen. Und wenn es einen Weg gibt, dich zu vernichten, bei Gott, dann findet er ihn. Und gruseliges Nazi-Krankenhaus, der Cityvision-Kinotipp. Jetzt bei Cityvision, das Magazin. Die Essener Tafel hat heute für viel Wirbel gesorgt. Sie will in Zukunft keine Ausländer mehr aufnehmen. Der Anteil läge inzwischen bei 75%. Die Tafel in Essen sagt, dadurch würden die deutschen Bedürftigen verdrängt. Kaum noch Deutsche kämen dorthin. Dazu hat sich auch die Mönchengladbacher Tafel geäußert. Monika Bartsch, die Vorsitzende, stellt klar, bei uns zählt die Bedürftigkeit, nicht die Staatsangehörigkeit. Dem Beispiel aus Essen würde man auf keinen Fall folgen. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle hatte die Gladbacher Tafel sogar einen Sondertag für Asylsuchende eingerichtet. Ein Trend wie in Essen sei hier Mönchengladbach nicht zu beobachten. Der Mordfall in Niederkrüchten beschäftigt immer noch die Mönchengladbacher Polizei. Heute Vormittag haben Taucher erneut den Laarer See abgesucht. Man hatte festgestellt, dass dem Opfer verschiedene Gegenstände fehlten. Heute hat man vermutlich das Smartphone des Toten gefunden. Ein 20-köpfiges Team ermittelt weiterhin in dem Mordfall an einem 54-jährigen Mann, der erschlagen aufgefunden worden war. Von wegen, Fußball ist nur was für Jungs. Die Stadt und Borussia Mönchengladbach haben ein neues Talentförderungsprogramm gestartet. Schülerinnen in 8 Grundschulen im Stadtgebiet soll der Fußball damit näher gebracht werden. Talentierte Kinder werden dann aus den verschiedenen Schulen zusammengeführt und intensiv weitertrainiert. René Krien von Borussia Mönchengladbach führt das Projekt durch. Und was aus dem Thema Dieselfahrverbot zum Beispiel für Mönchengladbach geworden ist, damit beschäftigen wir uns gleich. Aber erst einmal beschäftigen wir uns mit dem Wetter. Hier ist es. Diese Nacht wird es wieder sehr frisch in Mönchengladbach. Minus 3 Grad werden es circa. Aber wie immer hoffen wir, dass Sie sich von einem dicken Paar Söckchen schützen lassen. Kalt, uselig, aber trotzdem sonnig. Das steht auch Freitag wieder an der Tagesordnung. Wir erwarten Temperaturen bis 4 Grad. Gegen späten Abend kühlt es dann auch wie gewohnt wieder ab. Kuscheln Sie sich bei minus 4 Grad ins Bett. Ist doch auch mal ganz schön. Und die weiteren Aussichten. Man könnte denken, es bricht eine zweite Eiszeit aus. Nein, ganz so schlimm ist es dann doch nicht, aber zu Wochenbeginn bei Temperaturen bis minus 7 Grad auch nicht gerade sommerlich. Die Geschwindigkeitspaparazzi in Blau liegen wieder auf der Lauer. Deswegen Fuß vom Gas an folgenden Stellen. In Mönchengladbach auf der Aachener Straße, in Krefeld auf der Tiergartenstraße und der Kempener Allee sowie in Nettetal auf der K30. Cityvision wünscht eine gute Fahrt. Unser erstes Thema, Dieselfahrverbot. Besonders heute ist darüber viel diskutiert worden. Auch Mönchengladbach tauchte in den Listen der möglichen Städte auf. Ja, unter der Position geht gerade so noch. Heute sollte das Urteil kommen. Sollte, kam aber nicht. Mein Kollege Cenk Tiedem, der hat alle Einzelheiten für Sie. Immer noch dicke Luft in Mönchengladbach. Der Dieselstreit belastet nicht nur die CO2-Werte, sondern vor allem die Gemüter der Gladbacher. Denn unsere Stadt liegt über dem Grenzwert. Erlaubt sind Ausstoßwerte von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft pro Tag. Die Vitusstadt lag zuletzt mit 4 Punkten drüber. Die Deutsche Umwelthilfe droht deshalb mit einer Klage, sollten bald keine Maßnahmen folgen, um es zu verbessern. Dabei greift die Stadt bereits durch. Konkret geht es in Mönchengladbach um die Bismarckstraße, die Friedrich-Ebert-Straße und Bereiche der Aachener Straße, Anlieferverkehr ausgenommen. Um ein Dieselverbot zu verhindern, hat die Stadt hier ein LKW-Verbot verhangen. Doch daran halten sich nicht immer alle.
Die Polizei muss häufig kontrollieren, hier zwischen Aachener Straße und Bahnstraße. Genau an dieser Stelle plant die Stadt jetzt zusätzlich einen LKW-Blitzer. Der erkennt anhand der Fahrzeugmaße und Achsenbreite PKW oder doch LKW. Das könnte helfen, denn im Durchschnitt fahren hier täglich trotz Verbot mehrere hundert Lastwagen durch. Dazu blicken Dieselfahrer gerade gespannt auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig. Zwar werden damit keine Fahrverbote angeordnet, aber es würde den Weg dahin ebnen. Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein hat sich mit dem Thema deshalb beschäftigt. Viele Unternehmer sind in Sorge, dabei gäbe es Alternativen zu einem Fahrverbot, sagen sie. Die Umstellung städtischer Fahrzeuge auf alternative Antriebe, intelligente Verkehrsleitsysteme, verbesserte Bedingungen für Elektromobilität. Sie sehen, da sind noch viele, viele Maßnahmen, die eigentlich erst in den Kinderschuhen stecken. Und bevor man hier vorschnell zu dem Hammer-Fahrverbot greift, muss doch erstmal alles andere ausgeschöpft werden. Ein absolutes Fahrverbot würde in Mönchengladbach 40.000 Dieselfahrer aus den Innenstädten aussperren. Darunter vor allem 5.200 Betriebe. Eine Umfrage der IHK Mittlerer Niederrhein zeigt: Von den teilnehmenden Unternehmen sagen 85%, dass sie auf die Erreichbarkeit mit einem Kfz, also einem PKW oder einem Nutzfahrzeug angewiesen sind. 70% der teilnehmenden Unternehmen sagen, dass sie einem Dieselfahrverbot kritisch bis sehr kritisch gegenüberstehen. Denn gerade kleine Betriebe sind finanziell häufig nicht stark genug aufgestellt, sollten sie umrüsten oder gar ganz umsteigen müssen. Sollte ein Fahrverbot als letztes Mittel nicht zu vermeiden sein, dann nur mit angemessenen Übergangsfristen, so die IHK. Erstmal warten aber alle gespannt auf ein Urteil aus Leipzig. Das wurde nun auf den 27. Februar verschoben. There's no going back. Gleich gibt es wieder den Kinotipp mit Meryl Streep als die Verlegerin. Und das bedeutet, wir könnten alle ins Gefängnis kommen. Und dem deutschen Horrorfilm im YouTube-Stil, Heilstätten. Alright, wir sind da, es geht los. 24-Stunden-Challenge. Eine ganze Nacht in einem Spukhaus. Der Kinotipp heute bei Cityvision, das Magazin. Wir sind hier und sind nicht allein. Der Höhepunkt des Mönchengladbacher Straßenkarnevals. Jetzt für Sie auf DVD und Blu-ray. Der Veilchendienstagszug rund 2 Stunden lang Stimmung, Kamelle und Mottowagen. Cityvision hat diesen tollen Tag für Sie festgehalten. Die DVD und Blu-ray zum Veilchendienstagszug gibt es jetzt hier bei Cityvision. Das Beste ist Karneval. Wärst du gern ein Fallschirmspringer? Ein Held der Kinder? Lieber ein Grafiker? Teenager? Tierbändiger? Taktbestimmer? Wellenbezwinger? Oder einfach unabhängiger? Du kannst mit dem neuen Citroën C3 Aircross Kompakt SUV. Endlose Möglichkeiten schon ab 139 Euro im Monat ohne Anzahlung. Citroën. Egal, was du gerne wärst, auch der Citroën C3 ist so einmalig wie du. Schauen wir uns die nächste an. Mainz ist einfach. Weil die Sparkasse hilft, Ihre Wunschimmobilie zu finden und zu finanzieren. Wir laden Sie ein zur Probefahrt. Autohaus Krefelder Straße. Krefelder Straße 30 bis 32 in Mönchengladbach.
Noch 10-mal schlafen, da werden die Oscars vergeben. Damit hallo und willkommen zu unserem Kinotipp. Na, bleiben Sie auch die ganze Nacht auf und schauen, wer die goldene Statue bekommt. Wir machen das natürlich und wir berichten auch nachher darüber. Aber heute, da berichten wir erstmal über die Filme, die jetzt neu ins Kino kommen. Darunter auch eine Oscar-Anwärterin. Aber vorher natürlich erstmal unser Filmzitat der Woche. Ich hatte geglaubt, ich würde unseren Sohn nach Hause bringen. Jetzt ist mir klar geworden, dass er schon ein Zuhause hat. Welcher Film mag das sein? Ich gebe Ihnen gleich einen kleinen Tipp und jetzt hier den Überblick. Die Verlegerin Meryl Streep deckt einen Skandal auf. Heilstätten, YouTuber gruseln sich in altem NS-Krankenhaus. Im Bundesstaat Kalifornien, da scheint es ein Gesetz zu geben, das heißt, Meryl Streep muss jedes Jahr für einen Oscar nominiert werden. Nein, das gibt's natürlich nicht, aber es sieht einfach so aus. Fast Jahr für Jahr ist sie da bei der Oscarverleihung und nicht nur als Gast, sondern als Nominierte. 20 Mal saß sie schon da und eine Weile lang hat man sich gefragt, wofür könnte sie dieses Jahr zum 21. Mal da sitzen? Und dann kam Steven Spielberg, drehte mit ihr Die Verlegerin und da ist sie auch, die Oscar-Nominierung. Diesmal spielt sie Catherine K. Graham, die allererste Frau an der Spitze eines Verlages. Sie war 1971 die Herausgeberin der Washington Post. An ihrer Seite spielt Tom Hanks den Chefredakteur Ben Bradley. Er schlug kurz vor dem Börsengang der Zeitung vor, über einen gigantischen Vertuschungsskandal im Weißen Haus zu berichten, in dem alleine 4 US-Präsidenten verwickelt waren. Gut, ich hätte eine hypothetische Frage. Oh je, ich mag keine hypothetischen Fragen. Tja, ich glaube, die richtige Frage magst du auch nicht. Hast du die Dokumente? Noch nicht. Weißt du, das einzige mir bekannte Paar, mit dem sowohl Kennedy als auch Lyndon B. Johnson verkehren wollten, warst du und dein Mann. Und euch gehörte die verdammte Zeitung. Aber genauso hat es funktioniert. Politiker und Presse haben einander vertraut, damit sie auf dieselben Dinnerpartys gehen, Cocktails trinken und Witze reißen konnten, während in Vietnam ein Krieg tobte. Ich weiß nicht, worüber wir hier reden, aber ich nehme Lyndon nicht in Schutz. Nein, aber seinen ehemaligen Verteidigungsminister Robert McNamara, der diese Studie in Auftrag gegeben hat. Ich nehme ihn nicht in Schutz. Ich nehme keinen von Ihnen in Schutz. Die Zeitung ist alles, was ich in Schutz nehme. Steven Spielberg, das ist wirklich ein großartiger und besonders flexibler Regisseur. Und das hat er hier bewiesen, denn nicht durch diesen Film selbst, sondern dadurch, wann er diesen Film gemacht hat. 2017, da war er eigentlich mit Ready Player One beschäftigt. Science-Fiction-Film, groß, laut, buntes Popcorn-Kino und dann kommt Die Verlegerin. Ja, schon fast eher ein Arthouse-Film. Und er fand das Drehbuch so gut, den muss ich unbedingt dazwischen schieben, hat er sich gedacht, weil diese ganzen Fake-News-Vorwürfe von Donald Trump, das passt auch in diesen Film hier rein. Also hat er ihn dazwischen geschoben, aber der Film wirkt nicht wie dazwischen geschoben. Er wirkt sogar ziemlich zeitlos. Wirklich toller Film geworden und Meryl Streep, die beweist, dass sie ihre Oscar-Nominierung absolut zu Recht erhalten hat. Sehen. Wenn wir das veröffentlichen, stehen wir nächste Woche vor dem obersten Gericht. Und das bedeutet? Wir könnten alle ins Gefängnis kommen. Na, sind Sie schon schlau draus geworden aus unserem Filmzitat der Woche? Ich finde es sehr schwer, aber mit einer kleinen Hilfe fand ich es wieder leicht. Hier kommt die kleine Hilfe. Die Hauptrolle, die spielt Meryl Streep. Zum zweiten Mal hat sie dafür eine Oscar-Nominierung bekommen und den Oscar dafür erhalten. An ihrer Seite spielt Dustin Hoffman und es geht um einen Scheidungskrieg. Jetzt wissen Sie es. Ganz bestimmt. Kommen wir zu unserem nächsten Film. Der kommt aus Deutschland. Das ist natürlich eine Nee, ist es nicht. Es ist ein Horrorfilm. Ganz überraschenderweise. Solche Filme haben es ja ein bisschen schwer in Deutschland. 2014 entstand schon die Idee zu Heilstätten, aber es hat 2 Jahre gedauert, um das Geld dafür aufzutreiben. Jetzt ist der Film aber da und kommt in unsere Kinos. Darin reisen die erfolgreichsten YouTuber Deutschlands in ein verfallenes Krankenhaus aus der NS-Zeit und verbringen dort eine 24-Stunden-Angst-Challenge. Das ist die Regel Nummer 1. Kein Internet, so lange wir hier sind. Die zweite ist, wir achten diesen Ort. Für mich hat deutscher Horror lange nicht mehr existiert, tatsächlich. Also klar, damals war Anatomie ganz schön krass und das Experiment fand super Filme. Bei Stereo musste ich irgendwann wegschalten und jetzt hoffe ich halt, dass Heilstätten da so eine kleine Statue in die Filmlandschaft setzt. Hallo?
Tim Oliver Schulz und Sonja Gerhardt spielen mit in Heilstätten. Das sind ja angesagte Jungstars und es spielen noch mehr mit in diesem Film hier. Regie führte Michael David Pate und der hat ja schon 2 Filme über Social Medias gemacht. Einmal Gefällt mir über Facebook und Kartoffelsalat über YouTube. Ja, der 2. Film, der war eher Daumen runter, aber Gefällt mir war... Gefällt mir. Ne? Und auch dieser Film hier erreicht wieder wirklich die Qualität seines Vorgängers gut, dass er auf Profi-Schauspieler gesetzt hat. Der Film ist klasse geworden für einen deutschen Genrefilm mit viel Satire drin. Das funktioniert. Das ist hier kein Film mehr. Comic-Verfilmungen boomen, Sie wissen schon, Superhelden mit Superkräften gegen Superbösewichte oder mit Pferden. Ja, auch Pferde können auf einem Comic-Heft basieren, wie Wendy zum Beispiel. Wendy 1 haben wir Ihnen ja hier im Kinotipp schon mal vorgestellt und Wendy 2 kommt jetzt zu uns ins Kino. Der Hof von der Oma, also Rosenborg, steht vor dem Ruin. Wendys Plan, um Rosenborg zu retten, ist, bei einem Turnier mitzureiten. Und das ist natürlich die Welt für sie. Aber Dixie ist kein Turnierpferd. Was machst du da? Aber dann kommt das große Glück, und zwar Penny. Die Süße hier, wäre die nicht was für euch? Ich meine, die ist doch echt zu schade für die Wurst. Wendy 2, da müssen wir erstmal über Wendy 1 reden. Wendy 1 hatte ziemlich wenig Handlung und für einen Pferdefilm ziemlich wenig Pferde zu bieten. Erstaunlicherweise. Das hat man im 2. Teil versucht wieder wettzumachen. Und ja, hier gibt es wieder jede Menge Pferde. Es gibt deutlich mehr Handlung und ganz wenig Parallelen zur Comicbuchvorlage. Aber das macht eigentlich nichts. Der Regisseur Hanno Olderdissen, der kennt sich mit Pferdefilmen aus. Er hat mal einen gemacht und ich würde sagen, das Prädikat Familienunterhaltung, das passt ja. Hallo und willkommen zu unserem Magazin. Schön, dass Sie dabei sind. Und daher legen wir direkt los. Hier sind die Themen für heute und dann kommen direkt die Nachrichten für Sie. 40.000 Diesel. So viele Fahrzeuge wären in Mönchengladbach von einem Verbot betroffen. Und brisante Enthüllungen. Wir können sie nicht zur Verantwortung ziehen, wenn wir keine Zeitung haben. Nixon wird die ganze Macht seines Amtes nutzen. Und wenn es einen Weg gibt, dich zu vernichten, bei Gott, dann findet er ihn. Und gruseliges Nazi-Krankenhaus. Der Cityvision-Kinotipp. Jetzt bei Cityvision, das Magazin. Die Essener Tafel hat heute für viel Wirbel gesorgt. Sie will in Zukunft keine Ausländer mehr aufnehmen. Der Anteil läge inzwischen bei 75%. Die Tafel in Essen sagt, dadurch würden die deutschen Bedürftigen verdrängt. Kaum noch Deutsche kämen dorthin. Dazu hat sich auch die Mönchengladbacher Tafel geäußert. Monika Bartsch, die Vorsitzende, stellt klar... Hallo und willkommen zu unserem Magazin. Schön, dass Sie dabei sind. Und daher legen wir direkt los. Hier sind die Themen für heute. Und dann kommen direkt die Nachrichten für Sie. 40.000 Diesel. So viele Fahrzeuge wären in Mönchengladbach von einem Verbot betroffen. Und brisante Enthüllungen. Wir können sie nicht zur Verantwortung ziehen, wenn wir keine Zeitung haben. Nixon wird die ganze Macht seines Amtes nutzen. Und wenn es einen Weg gibt, dich zu vernichten, bei Gott, dann findet er ihn. Und gruseliges Nazi-Krankenhaus. Der Cityvision-Kinotipp. Jetzt bei Cityvision, das Magazin. Die Essener Tafel hat heute für viel Wirbel gesorgt. Sie will in Zukunft keine Ausländer mehr aufnehmen. Der Anteil läge inzwischen bei 75%. Die Tafel in Essen sagt, dadurch würden die deutschen Bedürftigen verdrängt. Kaum noch Deutsche kämen dorthin. Dazu hat sich auch die Mönchengladbacher Tafel geäußert. Monika Bartsch, die Vorsitzende, stellt klar,
Bei uns zählt die Bedürftigkeit, nicht die Staatsangehörigkeit. Dem Beispiel aus Essen würde man auf keinen Fall folgen. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle hatte die Gladbacher Tafel sogar einen Sondertag für Asylsuchende eingerichtet. Ein Trend wie in Essen sei hier Mönchengladbach nicht zu beobachten. Der Mordfall in Niederkrüchten beschäftigt immer noch die Mönchengladbacher Polizei. Heute Vormittag haben Taucher erneut den Laarer See abgesucht. Man hatte festgestellt, dass dem Opfer verschiedene Gegenstände fehlten. Heute hat man vermutlich das Smartphone des Toten gefunden. Ein 20-köpfiges Team ermittelt weiterhin in dem Mordfall an einem 54-jährigen Mann, der erschlagen wurde.